Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ich habe ein bisschen gesammelt, Dinge getan. Ich glaube, das war... Ich hoffe, das war... Ich hoffe, das habe ich gemacht. Oder habe ich dann schon wieder eine neue Folge aufgenommen? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Das passiert, wenn man ein paar Tage Pause macht. Und sich in Guild Wars in der Super Adventure Box rumtreibt, statt ordentlich und fleißig aufzunehmen. Tja, das ist nicht so gut. Nee, aber ich glaube, ich habe eben hier Gemüse angepflanzt und ich glaube, ich habe nämlich noch keine Kisten vorbereitet, aber ich müsste alles Mögliche haben, um Kisten abzugeben. Und auf jeden Fall können wir ja bei dem Roma-Baron vorbeigucken, wo ich jetzt übrigens gucken wollte, wann der eigentlich genau da ist. Der Roma-Baron. Wir haben jetzt ja inzwischen seine Schwester befreit. Hier. Nee, doch. Schau, gerne mit. Ah, zu dem müssten wir immer gehen können. Das heißt, wir sollten da vielleicht so hingehen, dass wir hier am Montag zum Astrologen gehen können. Astronom? Astrolog? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich bringe das immer durcheinander. Ich habe das schon immer durcheinander gebracht. Ich werde es vermutlich den Rest meines Lebens durcheinander bringen. So. Und dann könnten wir dem ja nämlich erzählen, was wir dann herausgefunden haben. Das heißt, im Grunde sollte ich, nachdem ich jetzt hier meine Pflänzchen geerntet habe, und wir dann vielleicht eine Zeugkiste herstellen können. Da brauchen wir auch nur 7. Ich glaube, wir haben inzwischen 2, 3 verkauft. Und dann können... Ah, jetzt stapelt sich's nicht mehr. Alles klar. Und dann könnten wir vielleicht tatsächlich als nächstes... Jetzt muss ich erstmal kurz wieder ein paar Sachen weglegen. Dann wäre es zum Beispiel mit... Hier, dem da. Das passt doch gut. Und dann holen wir mal hier unten die Sachen in der Hoffnung, dass wir die alle mitnehmen können. Ja, wunderbar. Jetzt würde ich die kupfernen Sachen wie immer hier drin lassen. Gold und Silber nehme ich mit. Denn ich glaube, Silber konnten wir ja auch verkaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, es ist schon wieder so lange her. Okay. Und ich glaube, ich hatte hier drin dann... Da weiß ich es gar nicht mehr genau. Und hier hatte ich... Genau, hier waren die Sachen drin. Zack, zack, zack. Oh nein, warte, das nicht. Ach doch, doch, die Saat war auch hier drin. Okay, dann hatte ich hier die ganzen Gold. Und, weil wir immer 40 davon verkaufen können. 40 goldene, 40 silberne. So, ein paar Pilze muss ich jetzt auch mal wieder sammeln. Dann gehen wir also gleich zum Roma-Baron und erzählen dem, dass wir beim Inquisitor erreicht haben, dass seine Schwester freigelassen wird. Und entsprechend könnten wir dann vermutlich wird er dann wieder irgendwas anderes von uns wollen, so wenn ich das einschätze. Ist ja meistens so. Oh, du hast das für mich getan. Erledige bitte doch das für mich. Aber danach könnten wir theoretisch zum Astrologen gehen. Der könnte uns dann, wenn es gut läuft, ja vielleicht schon mit der Anleitung für die Windmühle helfen. Denn das ist ja das Nächste. Der will ja erst, dass wir ihm behilflich sind, damit er das Ding für uns übersetzt. Damit der freundliche Bauer... Ist hier nicht noch ein Pilz? Ja, hier ist Pilz, ne? Ja. Ist schon wieder ein Baum gewachsen. Ich dachte, den hätte ich schon längst gefällt. Egal. Egal. So, was ich jetzt machen kann, theoretisch, das ist hier schon mal wieder Sachen herstellen. Ich müsste, wie gesagt, eigentlich die... Ich habe keine Nägel mehr. Okay. Hier, eine Gemüsekiste. Das könnte ich herstellen. Zwar nur einmal, aber immerhin, wir könnten es herstellen. Das auch nur einmal, und zwar knapp. Das können wir jetzt sogar zweimal herstellen. Okay, ich brauche mehr Nägel. Ich werde mal gucken, ob ich noch Eisenbarren habe, um Nägel her... Ja, da haben wir noch ein paar. Sehr schön. Da stellen wir doch noch ein paar Nägel her. So. Yam, yam, yam. Honig essen. So. Zack und zack. Dann können wir jetzt ein paar Kisten herstellen, damit wir... Also ich stelle jetzt einfach mal alles her, was wir herstellen können. Ne? Die Zeugskisten bringen besonders viel, aber erstmal werden wir unser schönes Gemüse hier los. Das zum Beispiel fangen wir mit der goldenen Gemüsekiste. Oh, das dauert. Aber egal. Wir machen uns gleich auf den Weg zum Roma-Baron. So, dann kann ich das nochmal herstellen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich die Zwiebel nicht für den Burger gebrauchte. Aber egal. Ja. Bitte? So, jetzt. Es wollte sich gerade nicht richtig anklicken. So, dann haben wir noch die... Also, heute klickt es nicht richtig.
Ich weiß nicht warum, aber es klingt nicht richtig. So, dann haben wir das noch. Und wir können noch mal leckere Silberzwiebelchen. Habe ich da so viele, dass ich das zweimal machen kann? Ja, oder? Das habe ich gerade schon richtig gesehen. Wir haben hier noch mal... Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich nach und nach Kisten übertragen. So. Das haben wir gut gemacht. Jetzt kann ich mal gucken, wie viele im Keller sind. Vermutlich viel zu viele. Ja, ja, so ein paar. Die muss ich jetzt halt alle einmal tragen. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt schon zum Roma-Baron gehen soll, bevor ich die Kisten alle abgestellt habe. So. Ich glaube, wir haben da Geld, das wir abholen können, aber ich will erst tatsächlich würde ich gerne die Kisten verstauen. So. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern mit mir hin und her herlaufen, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Dann gehen wir hier am Männchentag gehen wir dann zum Oma-Baron und dann, wie gesagt, hoffentlich auch bald zum... Wir haben ja hier zum Glück sehr viel Platz für unsere Kisten. Das geht ja, Gott sei Dank. Ich hoffe, er wird nicht gleich müde. Ich fange mit der hier hinten an. Hier wären jetzt natürlich Zombies echt praktisch. Ne? So einfach sagen, trag das mal rüber. Dann haben wir es weg. Das wäre super. Aber leider habe ich keine Zombies. Ja, nein, geht halt nicht. Ne? Also, wie kann ich hier abholen? Wow. Die Kisten mit... Stimmt, die bringen ja so viel ein. Das ist herrlich. Mir wurde auch schon gesagt, ich werde den Händler irgendwann hassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das tun werde. Momentan liebe ich ihn. Er bringt uns so viel Geld. Und ich sollte vielleicht tatsächlich gleich zum Roma-Baron gehen. Und nicht mehr großartig Umwege machen. Aber ich würde wirklich vorher gerne Kisten hier einfach abgestellt haben. Und dann sind wir ja auch schon fast da. Dann muss ich ja nur noch irgendwo nach oben. Das sollte eigentlich reichen. Ich kann dann ja instant wieder... So, das noch und dann noch einmal. Das geht schon. Ich kann dann ja eigentlich nämlich direkt danach zum Astrologen. Ich glaube, es ist ein Astrologe. Oh, noch eine Kiste. Ruckelt manchmal wieder ein bisschen. Das macht ja nichts. Ich habe ja tatsächlich meinen Grafiktreiber updaten können. Sonst hätte ich gesagt, ist da vielleicht ein Update von Nvidia schuld? Aber das ist gerade ganz furchtbar. Mein Telemetry-Server? Irgendwas. Ich muss immer so einen kleinen Trick anwenden, damit ich meine Grafiktreiber installieren kann. Bin aber auch nicht die Einzige. Da gibt es gut besuchte Trades. Und wie viel Geld haben wir denn jetzt gerade? 1 Gold 25. Ja, wunderbar. Und da läuft der Inquisitor. Das heißt, wenn ich nachher... Ich glaube, ich hätte noch genug Bier und Wein... Bier und Wein. Bier und Burger... Pilze. Bier und Burger, um vielleicht sogar nochmal den Stand zu eröffnen. Danach wäre es tatsächlich eine Idee, dass ich hier Frösche fange. Ich meine, jetzt wo ich die Leiter, sag ich schon, die Angeln ja auch habe. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind jetzt hier. Das Roma... Nee, warte, gar nicht wahr. Wir sind hier. Okay, wir müssen einfach nur hoch. Das Camp kommt dann. Hier nebendran ist gleich das Camp. Das passt super. Und der Tag beginnt ja gerade erst. Da müsste jetzt der Roma... Ja, da steht er ja. Wunderbar. Hallöchen, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ist das nicht schön? Ja, das finde ich auch. So, deine Freundin ist frei. Ich habe mit dem Inquisitor geredet. Deine Freundin ist frei. Ich hatte also recht, er ist wirklich dein Freund. Also musst du hier ziemlich wichtig sein. Ja, erzähl mir doch mal von Esmeralda, bitte. Wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie haben sie vor vielen Jahren auf das Schiff der Toten gebracht. Aber sie hatte doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Einst war sie mir ein Segen, doch nun verspüre ich nur Schande. Also ist sie am Leben? Ja, sie lebt, aber sie hat ihre eigenen Leute verraten. Sogar die Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie denn getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft, ihre Erbschaft mit Füßen getreten und wofür? Für ihre Begierde. Für ihre Dreistigkeit. In der Stadt kennt man sie als Frau Anmut. Wir haben ihren wahren Namen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. Okay, das ist ja spannend. Frau
Frau Anmut ist also die... Das finde ich ja irgendwie tatsächlich sehr interessant. Warte mal. Das heißt, Sie werden gleich dem Astrologen erzählen, dass Frau Anmut seine Tochter... Warte mal, war das so? Frau Anmut ist die Tochter. Und die Freundin war ja die Frau, mit der Astrologe ein Kind hatte. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst? War das so? Ich glaube. Das heißt... Ja, das heißt, das Töchterchen ist putzmunter. Und ich gehe jetzt mal ganz, ganz fix tatsächlich hier wieder nach Hause und gucke, dass ich hier Bier und Burger hole. 10 Bier, 5 Burger. Und dann müssten wir nämlich... Tatsächlich nochmal, die müssten hier drin sein, oder? Ja, 10 Bier. Oh, So, 10 Bier und 3, 4, 5 Burger. Und dann können wir jetzt kurz dahin gehen, da können wir noch ein bisschen Geld zusätzlich verdienen, das wird schön. Danach lohnt es sich dann auch, dass wir schlafen gehen. Ich hoffe, ich komme da noch rechtzeitig an. Ich glaube schon. Ich hoffe es. Es wäre so nett. Und dann könnten wir nämlich da tatsächlich uns auch nochmal ein goldenes Näschen verdienen. Inzwischen haben wir tatsächlich echt schöne Verdienstmöglichkeiten. Die Predigt bringt nicht mehr sehr viel. Vermutlich, wenn wir irgendwann auf die Kathedrale upgraden, dann kriegen wir da wieder ordentlich Verdienste. Momentan ist es so, ja, es geht, es hält sich in Grenzen, ne? Ist jetzt nicht das beste Einkommen, also da sind tatsächlich die Kisten. Aber natürlich braucht man für die Kisten mit dem ganzen Zeug auch viel mehr Sachen. So, dann mal hier bitte. Das platzieren und das platzieren. Anscheinend ist alles bereit. Ich sollte dem Inquisitor Bescheid geben. Ja dann. Lieber Inquisitor, alles bereit für die nächste Verbrennung. So, und jetzt haben wir auch tatsächlich nicht nebliges Wetter. Ist das nicht schön? Da wird wieder eine Strohpuppe verkauft. Da kommen meine fleißigen Kunden. Bier, frisches Bier. Das Bier wäscht die Sünde rein. Saftige Burger, süß und saftig wie heilige Ekstase. Yam, yam. 2 Stück, bitte. Das ist die beste Verbrennung, die ich je gesehen habe. Ich war letzte Woche nicht hier. Lecker. Räucherfleisch. Alles klar. Der ist ein bisschen creepy mit dem Räucherfleisch. Aber das haben wir auch geschafft. Sehr schön. Dann können wir jetzt ein bisschen... Ja, wir werden noch monatelang... Genau, genau. 33, das ist viel. Gebt euch das mal an, wir haben jetzt schon 1,50 Gold. Es wird langsam. Dann können wir jetzt erstmal noch nach Hause gehen, dann legen wir uns kurz hin. Dann speichert das Ganze hier auch. Ich könnte aber auch hier unten nochmal nach meinem Bier gucken, ob ich da schon wieder was angepflanzt habe. Ja, habe ich. Sehr gut. Dann baue ich da erstmal kurz, ernte ich hier erstmal schnell. Dann kann ich wieder Hopfen und Zeug mitnehmen. Ich habe zwar noch genug Bier für 2 weitere, also tatsächlich fehlt es mir jetzt gerade am Fleisch, also an den Burgern. Da müsste ich gucken, ob ich dafür für die guten Burger nicht auch wieder Zwiebeln bräuchte. Müsste ich also so oder so nochmal anbauen, aber da schauen wir dann ein anderes Mal danach. Ich glaube, es ist okay, wenn ich auch hier hin und wieder dann einfach offscreen Sachen mache. Das hier rein, das und das. Den Hopfen und die Ernteabfälle können wir auch erlassen, den Rest nehme ich mit. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen Holz gesammelt, das hatte ich offscreen gemacht. Und was hatte ich noch getan? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube... Ach ja, doch, genau, Gemüse angebaut. Metall habe ich immer noch nicht geholt. Ich dachte einfach, ich mache so etappenweise, nicht, dass ich dann sonst versehentlich irgendwie... Denn theoretisch müsste uns der Händler ja auch bald sagen, dass er sehr stolz auf uns ist, weil wir 7 Sachen verkauft haben. Das war ja seine Aufgabe. Die wir hier sehen. Rede mit dem Händler über euer weiteres Vorgehen. Verkaufe 7 Kisten. Die 7 Kisten, sobald die weg sind, unten haben wir das ja auch geschafft. Dann kann ich mit dem Händler reden, der aber, glaube ich, erst an dem Tag hier wieder da ist. Also, es dauert noch ein bisschen. Kann ich jetzt hier erstmal wieder Pilzchen braten. Bitteschön. Und dann lege ich mich kurz hin. Viel Energie verbrauchen wir nicht, aber... Ja. So.
Dann müsste ich theoretisch kurz in die Kirche rübergehen. Und ich sehe, wir haben wieder 200 blaue Punkte. Jetzt könnte ich theoretisch überlegen, stimmt, das war das nächste, was ich hatte. Ich hatte wieder blaue Punkte. Und das heißt, ich könnte überlegen, da ist es nicht drin. Da ist der Glaube drin, sehr schön. Ich könnte theoretisch überlegen, was wir wieder lernen von unseren Technologien. Da war ich ja am Überlegen, hier bei der Theologie fehlen uns noch Sachen. Ich könnte entweder das Räuchergefäß lernen, Schein des Glaubens. Die Superkraft des Glaubens würde ich tatsächlich liebend gerne lernen, aber dafür fehlen uns eben tatsächlich noch ein paar Punkte. Und hier haben... Ja, gut, die komplexe Druckerpresse brauchen wir irgendwann. Hier könnte ich dann lustig sowas lernen. Ja, hier sind so Sachen, die uns halt echt nichts mehr bringen, weil wir schon durch sind durch den Dungeon. Wir gucken mal. Also gleich würde ich eben zum Astrologen gehen, damit wir mit dem reden. Mit dem muss ich doch jetzt reden, oder? Moment. Sicher ist sicher. Wo ist er denn? Der lustige Mann mit dem... Da ist er. Finde heraus, was der Roma-Baron über Esmeralda und ihr Kind weiß. Das haben wir jetzt, ja? Das heißt, wir müssen es ihm nur noch erzählen. Tap, tap, tap. Hier könnten wir auch wieder Braunrotes. Da fehlt eben noch ein bisschen was. Ich gehe oben mal schnell gucken, wie wir den guten Burger machen können. War der hier am Tisch oder war der? Ich glaube, der war... Ja, Burger. Da brauchte ich... Oh ja, ja, da brauchte ich... Okay, wir haben aber noch ein paar gute Zwiebeln. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Dann stapfe ich mal los. Ich gehe draußen. Einfach, dann haben wir ein bisschen weiteren Weg. Wir müssen ja ein bisschen Zeit totschlagen. Außerdem könnte es sein, dass ich hier noch irgendwelche schönen Sachen am Wegesrand finde, die ich sammeln möchte. Oder auch nicht. Ich glaube, hier gibt es nur Giftpilze. Vielleicht auch Stöckchen. Wobei, Stöckchen brauche ich momentan gar nicht mehr so dringend. Man hat vielleicht gesehen, ich habe bei den Linsen, habe ich ja in unserem Garten noch ein bisschen mehr ausgebaut. Was einfach daran liegt, dass ich gerne mehr Linsen haben wollte. Und ich hatte dann mehr Linsensamen als Felder. Das war... Naja. So, der Inquisitor geht zurück. Da kommt wieder eine Stadtwache hoch. Und wir machen uns hübsch auf den Weg zum Astrologen. Der, wie gesagt, heute da sein müsste. Und dann können wir auch noch schön eine Predigt halten. Aber erst machen wir alles andere. Da läuft er ja. Ja, wunderbar. Hallo. Ich belästige dich nicht. Würde ich nie tun. Ich doch nicht. Da ist ein Pilz. Jetzt kann ich ja wieder Pilze sammeln. Und Äpfel beim Apfelbaum. Wir könnten theoretisch auch die ganze Woche zum Leuchtturm gehen, damit wir Fische verkaufen können. Und das Problem ist nur... Oh, warte, da müssten wir sammeln können. Ja, da können wir sammeln. Sehr gut. Das Problem ist nur, ich will mich ja nicht unbedingt von meinen Fischen trennen. Da ist nochmal, da oben ist noch wenigstens ein Apfelbaum, wo wir was sammeln können. Hier vielleicht auch? Oder hier? Nein? Okay. Aber den... Ach ja, genau, da ist ja noch ein Baumstamm. So, nehme ich halt den Baumstamm gleich mit nach Hause. Damit ich ihn nicht vergesse, lasse ich ihn hier liegen. Und gleich kann ich mit dem netten Astrologen sprechen. Was habe ich denn da für einen Grafikfehler auf dem Bild? Spannend. Okay. Wegen Esmeraldas Kind. Esmeralda hatte eine Tochter. Eine Tochter? Wo sind sie jetzt? Esmeralda starb vor vielen Jahren, aber ihre Tochter geht es gut. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Ihr Name ist Frau Anmut. Okay, das haben wir also erledigt. Unglaublich. Sie ist sehr talentiert. Ich habe sie einmal auftreten gesehen. Oh, Herr Feind. Oh, ich fürchte, sie wird mich niemals akzeptieren. Ich habe ihre Mutter verlassen, bevor sie geboren wurde. Aber ich wusste nichts von ihr. Ich wusste, dass ich Esmeraldas Herz brechen würde, aber es war zum Wohle der Wissenschaft. Was für ein Narr ich doch bin. Junger Mann, du musst meine Vorhut sein. Rede mit ihr. Finde heraus, ob ich noch eine Chance habe. Alles klar. Versprichst du mir dann, mir zu sagen, wo ich den perfekten Zaun finden kann? Absolut. Das wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Okay. Wir müssen noch 10 Punkte verdienen, dann könnten wir tatsächlich... Jetzt bin ich gerade am Überlegen... 25... 50...
Ich lasse das mal. Ich glaube, wir verdienen genug Punkte so. Und jetzt gehen wir einfach... Wann kann ich mit Fräulein Anmut sprechen? Das war erst am Weibchentag. Ja gut, das ist erst nach dem Sonntag. Kriegen wir vielleicht auch noch in die Folge? Müssen wir mal gucken. Erstmal würde ich aber nach Hause gehen. Und dann eventuell schauen, dass wir... Ich weiß gar nicht, was wir da alles Schönes noch machen sollen. Wir nehmen auf jeden Fall mal den Baumstamm mit. Und dann... Ich weiß es wirklich noch nicht genau. Müssen wir mal gucken. Wir haben leider kein Fleisch mehr. Ich würde mir aber auch ungern Leichen liefern lassen. Die sind zwar immer ganz praktisch, aber es dauert halt immer so lange. Da kann man wenig nebenher machen. Ich glaube, wenn, dann würde ich mir die vielleicht liefern, also offscreen liefern lassen. Wir haben es jetzt schon so oft gesehen. Ne? Hamlet bringt uns Leichen, wir schlachten sie aus. Bringt natürlich auch ein bisschen Geld und Fleisch, aber ich könnte auch tatsächlich Frösche fangen. Auch das würde ich dann allerdings offscreen tun. Aber allein schon, weil sie Cherry sich das wünschte, würde ich das echt gerne machen. Einmal Froschburger. Ah, das hätte schon was, ja. Ich glaube, das mache ich dann. Wie gesagt, ich wollte ja auch noch Erze sammeln. Aber das eben auch ohne Aufnahme nebenher, weil... Bei aller Liebe zum Grind. Manchmal wäre es ganz schön, wenn man weniger grinden müsste. Jetzt muss ich halt hier immer unten rumlaufen. Und Erze sammeln ist jetzt nicht so meine Lieblings... Passt der hier? Ne, der passt nicht mehr drauf. Hier auch mein wunderschönes Baumstammlager. Tschüss. So. Sammeln wir das hier ein, legen uns noch einmal kurz schlafen. Dann ist ja schon wieder die Nacht vorm Sonntag. Genau richtig. Was ich auch gemacht hatte, das war ganz viel... Das war ganz oft mein, Bienenwachs sammeln. Das würde ich tatsächlich nochmal machen. Zu meinen Bienen gehen. Da ist jetzt genug Zeit vergangen. Ich nehme aber auch schon... Ja gut, wir haben 12 Kerzen. Wir brauchen allerdings mindestens 4. Weil jeder von den Kerzenständern 2 verbraucht. Ich würde gerne 2 davon anzünden, damit wir auf 75 Punkte kommen. Das heißt aber, ich bräuchte mindestens 4 Kerzen. Für 3 Sonntage hätte ich genug. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen mehr bekommen, denn der Tag ist ja noch sehr jung. Das hatte ich ganz... Hatte ich so gar nicht bedacht. Irgendwie war in meinem Kopf schon der Abend wieder. Ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls können wir jetzt hier wieder Honig und ganz wichtig, aber oder eigentlich noch wichtiger, können wir eben hier das Bienenwachs wieder sammeln für unsere schönen, gut duftenden Bienenwachskerzen. Ja, Honig. Bienenwachskerzen. Könnte ich bitte Bienenwachs bekommen? Das wäre so zauberhaft lieb. Bienenwachs bitte. Immer noch nicht. Alles klar. Einmal. Meistens bekomme ich aus allen bis auf einen, aber ich fürchte, diesmal werden es mehr sein. Einmal. Zweimal das Wachs. Ach, Mann. Es wird weniger, habe ich das Gefühl. Was? So wenig? Hallo? Ich bräuchte Wachs, bitte. Wir haben gerade mal 3-mal Bienenwachs. Das ist nicht viel. 4-mal. Das ist eine echt magere Ausbeute. Normalerweise hatte ich so im Schnitt 7-mal. Da hat einer von den beiden Bäumen Wachs gebracht. Und jeder Bienenstock bis auf einer. Das war immer ganz gut. Jetzt sind es halt... 4. Okay, es ist 4 warm. Das ist aber viel zu wenig. Viel zu wenig. Und ich laufe falsch. Es kann allerdings sein, dass ich trotzdem noch genug in der Kirche rumliegen habe, damit wir trotzdem noch mal Kerzen machen können. Das wäre denkbar. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So. Wir nehmen auf jeden Fall die Predigt am Sonntag noch mit. Und ich würde tatsächlich gerne dann in der Folge noch zu Fräulein Anmut gehen, aber es kommt dann immer ganz drauf an, wie viel wir zu tun haben. Aber ja, mit Fräulein Anmut würde ich tatsächlich gerne vorher sprechen. Das ist unser Gebet. Und hier am schönen Kirchenarbeitstisch können wir Kerzen machen. Ja, perfekt. Okay, wir haben keine Farbe mehr, aber das Wachs ist auch zu wenig. So, haben wieder ein paar Punkte. Das ist hier 4 Stück. Ich gehe mal in unseren normalen Keller und räume ein paar Sachen weg, denn es muss ja sowieso erstmal... Tag hell werden. Tag hell, nein, also erstmal wieder hell werden, wieder Tag werden.
Was lege ich denn hier Schönes weg, sag mal? Den Honig würde ich behalten, die Äpfelchen kommen hier oben rein, glaube ich. Passen die überhaupt noch? Ja, die passen noch sehr gut. Die Geschichte kommt eigentlich woanders hin. Die Bienen kommen in meine Kiste. Die Nägel könnte ich draußen irgendwo unterbringen. So. Die Nägel lasse ich jetzt tatsächlich draußen irgendwo. Und dann legen wir uns erstmal schön gemütlich schlafen. Habt ihr hier schon gesehen, wie ich eine neue Kiste gebaut habe? Das war ja ganz wichtig. Ich habe hier jetzt meine... Da sind meine Fische drin. Hier ist die ganze Kohle drin, die ich abgebaut habe. Ich glaube, das hat man nicht gesehen, oder? Dass ich Kohle geholt habe. Hier sind meine Steine drin. Marmor und sowas auch. Und hier ist dann so das hergestellte Zeug. Und theoretisch müsste hier... Das sind die verbesserten Kegelgefäße. Ich habe halt jetzt überhaupt nichts mehr, womit ich irgendwie... Also im Prinzip bin ich durch, was meine Punkte angeht. Die ich aus Glas gewinnen konnte. Zwei Fleisch, ja, ist alles nicht so viel. Aber das geht schon. Das geht schon. Achso, genau, ich wollte mich ja schlafen legen, damit es hell wird. So. Der Sonntag kann kommen. Da ist er auch schon. Trotzdem schlafen wir natürlich noch aus. Und aufwachen, Sonnenschein. Wunderbar. Ich fürchte, das mit Fräulein Anmut verschieben wir auf die nächste Folge, wenn ich mir so die Zeit anschaue. Sonst müsste ich praktisch den Sonntag über durchmeditieren und das würde ich eher ungern machen. Habe ich hier denn jetzt alles? Kann ich denn theoretisch nochmal neue Knochen machen? Hier konnte... Was soll man hier nochmal raus... Ja doch. Ich habe keine... Hab ich, ey, ernsthaft? Ich habe keine Knochen mehr? Ups. Was kriege ich daraus, wenn ich es verarbeite? Gesundheitspuder, okay. Ich würde es, glaube ich, tatsächlich jetzt ganz gerne machen, hier den Schleim verarbeiten. Ach, ich habe zu wenig davon. Alles klar. Ja, dann nicht. Da ist mein Püderchen drin, dann machen wir es hier rein. Ja, dann halte ich mal meine Predigt. Das müsste jetzt ja eigentlich gehen. Das Gefühl, das Spiel ist sehr laut. Oh, und jemand beichtet. Das ist aber mal schön. Pünktlich zur Predigt eine Beichte. Sogar mit einer relativ guten Geschichte. Alles klar, dann zünden wir mal hier eine Kerze an. Und dann zünden wir hier noch eine Kerze an. 71, das sollte... Ja, das reicht auch. Ich dachte, wir wären schon bei 75. Aber das macht nichts. So, predigen bitte. Meine Gemeinde, wir haben es eilig. Setzt euch also, damit ich ein paar Worte sagen kann, wie zum Beispiel, dass unsere Kirche klasse ist und dass ihr alle Sünder seid. Aber das wissen wir ja schon. Wir beten ein bisschen um Reichtum, damit die Kirche auch wachsen und gedeihen kann. Immerhin wird man nicht umsonst Adliger, da muss man ordentlich Asche lassen. Deswegen lasst das Kästchen vorne klingeln. Jeder Taler vergibt eine Sünde. Wir haben zwar keine Ablassbriefe, aber wir haben das nächstbeste, wir haben eine Spendenkasse. Oh Gott, ich würde hier so gerne Ablassbriefe verkaufen. Das wäre so falsch und so richtig. 10. Es ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Ach, wie viel kostet denn, wenn ich Adliger werden möchte? Aristokratenpapier? Nein. 12. Ja, das wird noch ein Weilchen dauern, fürchte ich. Ich meine, ich muss ja sowieso den Friedhof bis dahin dann noch ein bisschen aufwerten. Aber noch mache ich das nicht. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt den Friedhof auf 200 bringe, dann habe ich Angst, dass der Episkop mich jedes Mal mit seinen Plänen nervt. Dass wir hier eine Kathedrale bauen könnten. Und das möchte ich tatsächlich nicht. Jo. Dann packen wir noch die Geschichte hier unten ins Bücherregal. Schriftrollenregal, meine ich. Und dann würde ich sagen, war es das mal mit der Folge. Außer vielleicht, wir könnten noch mal gucken, ob der gute Händler vielleicht schon unsere Kisten abgeholt hat und wir da wieder ordentlich... Asche, Schotter oder Geld? Jetzt konnte ich mich gerade nicht entscheiden, was ich sage. Asche, Schotter oder Geld? Nein, das ist alles noch da. Der Händler kommt aber auch erst das nächste Mal am... Der Kaufmann hier am Ziegentag. 40% Freundschaft. Ja, es ist nicht ganz so viel. Schlange ist bei 90, sie ist bei 50. Überzeugt den Bauern. Der Bauer wird aber nur überzeugt, wenn wir diesen Text übersetzen. Also sprich, wenn wir diese Berechnung angefertigt haben.
Es hängt halt alles miteinander zusammen. War der nicht mal besser mit uns bevor? Ich weiß es nicht. Na gut, da wir hier nichts holen können, gehen wir jetzt tatsächlich einfach nur wieder zurück und wir speichern mal. Eventuell mache ich offscreen was. Es kann aber auch gut sein, dass wir einfach nichts tun, weil es jetzt so gut passt mit der guten, mit dem guten Fräulein Rose, Frau Anmut, meine ich. Der Miss Charm. Ansonsten würde ich vermutlich Metall holen oder Frösche angeln. Jetzt hole ich mir vielleicht hier nochmal kurz die Pilze. Wisst ihr was? Ich lasse die Pilze. Ich will sie nicht haben. Was ich jetzt gucken wollte, war nochmal, wie ich Zeugkisten herstellen kann. Dafür brauchen wir zum Beispiel Nägel. Ich will die Sachen hier sammeln. Was wir machen könnten, wäre zum Beispiel hier 200 Keramikschüsseln anfertigen. Das würde relativ schnell gehen. Oder eben aus den 200 Keramikschüsseln 100 Keramikkrüge machen. Da würden wir doppelt so viel bekommen. Das wäre ganz gut. Wir kriegen, glaube ich, für eine Zeugkiste 15. Das könnten wir tatsächlich machen. Da müsste ich nur für das Keramik müsste ich wieder Lehm holen. Das könnten wir aber auch machen. Ich meine, wir machen hier immer drei. Wir könnten sogar noch ein bisschen was herstellen. Wisst ihr was? Dann mache ich das mal eben noch fix, bevor wir... Ja, komm, so. Damit haben wir schon mal 150 Schüsseln. Das geht. Die werde ich jetzt nur nicht alle fertig bekommen in der Folge, aber... Dann kann ich das jetzt ja so nebenher ein bisschen machen. Ich frage mich gerade, okay, wenn wir mit Fräulein Anmut gesprochen haben, das können wir ja eben nur am Weibchentag, dann müssen wir am Montag sehr wahrscheinlich wieder zurück zum Astrologen. Und eventuell können wir zwischendurch zum Roma-Baron gehen. Das wäre eventuell denkbar, dass wir mit dem reden können. Falls wir irgendwie es doch kitten können, dass Fräulein Anmut wieder in Gnade fällt. Nein, dass er Fräulein Anmut nicht mehr so als Schande für die Roma sieht. Das könnten wir eigentlich machen, da könnten wir uns theoretisch drum kümmern. Hoffe ich, denke ich mal. Ich fürchte, darauf wird es hinauslaufen, dass wir wieder ganz viele Aufgaben bekommen. Weil, es klingt so falsch, wenn ich sage, ich fürchte, dass es darauf hinausläuft. Eigentlich würde ich mich darüber sehr freuen. So, das dauert jetzt halt ziemlich lang mit den Schüsseln. Allerdings darf man ja auch nicht vergessen, wenn wir die Schüsseln haben. Ich glaube, pro Schüssel können wir dann auch... Ich könnte das nebenher schon mal machen. Genug Kohle müsste ich wieder haben. Und dann könnte ich nämlich die gleich wieder zu den den Keramikgefäßen. Das sind jetzt ja Schüsseln, wir können Keramikgefäße machen. Das sind dann zwar ein bisschen mehr Arbeitsschritte, aber ich meine, seien wir ehrlich, das Anstrengendste ist, diese Schüssel überhaupt zu formen. Das Brennen im Ofen, das ist eine kleine Zeit angelegt. Ich würde das gerne noch fertig machen, die Folge. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich hätte das gerne. Aber ich glaube, ich werde gleich unterbrechen und das einfach so noch schnell fertig machen, ohne dass die Aufnahme läuft. Das machen wir doch einfach. Also, ich wünsche euch eine... da verlieren wir Energie. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Ich mache die Schüsselchen noch fertig. Das kriegen wir noch hin. Danach lege ich mich dann schlafen. Und wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder, wenn wir Fräulein Anmut ein bisschen behelligen. Das wird aber langsam echt ein bisschen intensiv hier. Also macht euch noch einen flauschigen Tag und bye bye.